Mein Name ist Leuenberger, Rudi. Ich arbeite bei der Brugg Lifting. Ich bin dort als Hebemittelkontrolleur tätig. Und heute können wir hier mithelfen, die Brugg wieder zu montieren. Ich bin bereit, antworten. Steffenbachbrugg ist an einem Ort, wo jedes Jahr Lawinen herunterkommen. Und wo 1916 die erste Steinbrücke gebaut worden ist, ist die von der Lawine im Winter weggerissen worden. Und aus diesem Grund haben dann die Ingenieure entschieden, dass sie hier keine feste Brücke bauen können, sondern dass sie eine Klappbrücke bauen können. Das ist die Steffenbachbrücke. Jetzt stellen wir sie wieder aufstellen mit Flaschenzeug. Wir haben hier Seildurchmesser 16 mm. Ein Kreuzschlag rechts, eigentlich ganz ein normales Drahtseil, das sich sehr gut eignet für auf Winden. Das Seil hat eine Mindestspruchkraft von 16 Tonnen. Soweit hat alles geklappt. Die zwei Seile haben ihren Dienst erfüllt. Die Brücke ist aufgezogen, wird jetzt noch definitiv verschraubt. Nachher werden die Seile demontiert, dann drehen wir die Enden frisch abdrehen, das heisst frisch spitzen, dass die wieder schön spitzig sind und man sie gut einfahren kann wieder durch die Seilrollen durch. Ja, so geht der Tag zu Ende. Ich war mal in einer Schlucht hinten, wo ich sonst nicht hergehen würde. Vielleicht werde ich mal mit dieser Dampfbahn hier durchtuckern.